Hallo, in diesem Video fahre ich nun fort mit der Nummer 436 im neuen Gotteslob, Rubrik Bitte und Klage. Das erste Lied, Ach bleib mit deiner Gnade, ist bekannt, auch weil die Melodie prominent noch durch beim letzten Abendmahle verwendet wird. Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. 437 wird ab und an auch gerne als Kyrie verwendet, als tropiertes Kyrie. Finde ich gar nicht mal schlecht, dieses Stück. Meine engen Grenzen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. 438, Vertonung von Psalm 137, an den Flüssen zu Babylon, da saßen wir und weinten. Klingt so. Wie an Babels fremden Ufern, weit entfernt von Heimatland, legen unsere Instrumente still und traurig aus der Hand. Ja, darf man wohl ein bisschen langsamer machen. Ja, wer nicht weiß, was Babylon ist, einfach mal googeln. Babylonisches Exil des Volkes Israel. 439, erhör, oh Gott, mein Flehen, ein Text, der heiligen Edith Stein zugeschrieben wird. Auch diese Frau lohnt sich übrigens zu googeln, muss ich ganz klar sagen. Aber zu diesem Stück hier, es ist phrygisch, melodiös, also nicht ganz eingängig, aber ich mach's mal vor. Erhör, oh Gott, mein Flehen, hab auf mein Beten Acht. Du sahst von fern mich stehen, ich rief aus dunkler Nacht. Auf eines Felsens Höhe erheb mich gnädiglich, auf dich ich hoffen ziehe, du lenkst und lachst. Ja, 440 ist wieder bekannt, Hilf, Herr meines Lebens. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Dann 441 ist was leicht Kurioses, guck mal hier. Stimmt das? Wo bin ich denn? Da sind wir. Seht ihr die Vorzeichen? Kreuz und B. Ja. Im Gotteslob gibt's alles. Ich mache es vor. Sehr ruhig steht drüber, also spielen wir es sehr ruhig. Wie deines Auges Stern behüte mich, birg mich im Schatten deiner Flügel. Ja, das wäre wohl was, was man vielleicht auch ein bisschen öfter hintereinander singen könnte als meditativen Gesang. Dann mit 442 beginnt die Rubrik Glaube, Hoffnung, Liebe. Ubi Caritas et Amor. 442 ist eine deutsche Übertragung dessen. Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr. Wie ein Ring umschließt uns alle Christi Liebe. Lasst uns jauchzen und mit Schalle ihm frohlocken. Dem lebendigen Gott mit sagen, lasst uns nahen und die
lasst es andern tragen, guten Herzens. Manchmal sollte man die Sachen vorher besser angucken. Ja, weiter. 443, im Jubel ernten die mit Tränen säen. Im Jubel ernten die mit Tränen säen, im Lichte stehen die noch trauernd sind. Im Jubel ernten die mit Tränen säen, im Lichte stehen die noch trauernd sind. Die Akkorde drüber finde ich bedingt geeignet. Naja. 444. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. 445. Bekannt aus Taizé. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Auch ein endlos Schleifen Gesang. 446. Lasst uns in deinem Namen. Nein, lass uns. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln. Dann kommt die Rubrik Wort Gottes, 447.1, eine Antiphon. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Und ein vierstimmiger Schlussakkord. Amen. Dann ein Kanon. Ah, der ist da mit integriert, genau. Also das war jetzt quasi die Antiphon. Und dann kommt dieser Kanon. Die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben, denen wird das Herz aufleben. Öffne meine Augen. Da sieht man, dass es zusammengehört. 448, alter Gassenhauer. Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Brauche ich nicht weiter vertiefen. 449, auch einigermaßen bekannt. Herr, wir hören auf dein Wort, das du uns gegeben hast, und indem du wie ein Gast bei uns weidest immerfort. Und 450 abschließend, das ist wirklich bekannt. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Ja, damit sind wir auch durch diesen Teil durch. Bis zum nächsten Mal.